Future Friday gibt es ja nun schon einige Wochen. Ne? Das heißt, Schüler und Schülerinnen stellen sich da am Freitag vor die Schule, vor Rathäuser, in die Innenstädte und demonstrieren dafür. Oder streiken die Schule, gehen nicht in die Schule und machen stattdessen Demonstrationen, die aussagen, ey, lass mal irgendwie besser mit der Umwelt umgehen. Was ein genialer Punkt ist. Viele Menschen solidarisieren sich damit, was ich auch gut finde. Ich persönlich bin moralisch auch voll bei diesen Leuten. Aber ganz im Ernst, es ist nicht so, als würde ich voll viel fürs Klima machen. Ich mache so viel fürs Klima, bis es dafür sorgt, dass mein Luxus nicht mehr so ist, wie ich ihn gerne hätte. Und dann mache ich nicht mehr so viel fürs Klima. Das heißt, ich möchte mich in diesem Video gar nicht moralisch auf deren Seite stellen. Ich möchte mich vor allem moralisch gegen die Leute stellen, die sich gegen Future Friday stellen. Und das sind Leute von Bildkommentatoren bis hin zu Spitzenpolitikern der FDP. Sind wir die, und diese Argumente dagegen, was denen entgegengebrüllt wird, diesen Schülern und Schülerinnen, ist wirklich mit das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Und das sind immer die gleichen Sachen. Du, dass die sollen mal am Samstag streiken. Dann sollen die mal sehen, wie viele dahin kommen. Bestimmt nicht so viele. Was stimmt? Am Samstag ist auch keine Schule. Wenn du der Meinung bist, es ist gut, dann zu streiken, wenn man frei hat, dann hast du nicht nur einige Freitage, sondern auch bestimmt den einen oder anderen Mittwoch und hin und wieder auch nochmal einen Dienstag in der Schule verpasst. Du Affe. Ja, aber die sind, ganz im Ernst, viele von den Eltern fahren bestimmt auch SUV. Viele von denen fliegen auch in Urlaub. Ja, stimmt, bestimmt. Verstehst du? Deswegen stehen die ja auch da und demonstrieren. Also wenn nicht so viele Menschen SUV fahren würden und so wie ich in den Flugzeug in Urlaub fliegen würden, dann müssten die auch nicht so sehr demonstrieren. Ja, aber die denken auch nur, das ist total unlogisch. Umweltschutz ist ganz furchtbar für die Wirtschaft. Ja, stimmt. Umweltschutz ist furchtbar für die Wirtschaft. Liegt ja aber auch daran, dass die Wirtschaft momentan furchtbar für die Umwelt ist. Das ist ja auch das. Ja, aber die schneiden sich ja vor allem ins eigene Fleisch, da die Schülerinnen und Schüler. Die sind ja, die müssen vor allem, die verpassen ja Unterricht. Stimmt. Schlimm. Schlimm. Weil du hast ja auch recht. Mathe ist voll wichtig. Weißt du, was aber auch noch wichtig ist? Eine Ozonschicht. Du musst ja nicht mal dafür sein, dass diese Leute streiken. Du musst ja aber auch nicht dich dagegen stellen und will ich den größten Nonsens aller Zeit labern. Meine Frau kam auf die Idee, es wäre genial, wenn diese ganzen Leute, die sich so dämlich dagegen äußern, wenn die so eine Gegendemo gegen Future Friday machen. Wenn auf der einen Seite der Straße die ganzen Schülerinnen stehen und Schüler und brüllen, hey, Greta, Greta, wir müssen das Klima retten. Und auf der anderen Seite stehen die Gegner in ihrem SUV und schmeißen mit Grillkohle. Wie dumm kann man denn sein? Nach wie vor bin ich dir auch gar nicht der Meinung, dass wir persönlich dafür verantwortlich sind, das alles zu schaffen, sondern die Politik und müsste dafür sorgen, dass die Wirtschaft umwelttechnisch eingegrenzt wird. Warum gibt es nicht utopische Strafen für alle Firmen, die mit bestem Wissen und Gewissen die Umwelt vernichten? Sehe ich das falsch? Seht ihr das genauso? Schreibt mir eure Kommentare, teilt gerne das Video. Wir sehen uns. Ja, Freitag nicht. Freitag kann ich nicht. Freitag bin ich verhindert, weil da muss ich Feinstaub machen.